herzlich willkommen zu dieser neuen Sendung. Mein Name ist Andreas Klamm. Weihnachten 2020 wird vermutlich in der Folge der Corona-Krise und der Verordnungen zu Corona anders gefeiert werden, als dass wir es gewohnt sind. Melanie Veri-Sims ist Spitzenkandidatin für die Landtagswahlen am 14. März 2021 und sie fasst ihre Wünsche in ihrem Beitrag zusammen in musikalischer Form. Sie singt wunderbar, wunderschön, sie ist vierfache Mutter und hat noch einige viele weitere Engagements und viele, viele wichtige Themen, die sie Ihnen präsentieren möchte. Ich habe mir mal ganz spontan für euch ein Ständchen ausgedacht. Klingt wahrscheinlich gar nicht so gut, reimt sich auch gar nicht mehr, aber ist egal, es geht nur um den Inhalt. I don't want a lot for Christmas. There is just one thing we need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want it for us all, more than you could ever know. Make my wish come true. All I want for Christmas is a vaccine. Wer ist Andreas Klamm? Eine kleine kurze Vorstellung. Ich wurde am 6. Februar 1968 in Ludwigshafen am Rhein geboren. Ich bin Bürokaufmann, Journalist mit Fernstudium an der SGD Studiengemeinschaft Darmstadt und dreijährig staatlich geprüfter Gesundheits- und Krankenpfleger mit 26 Jahren Berufserfahrung. Und einige Menschen in Ludwigshafen kennen mich vom ärztlichen Notdienst, wenn ich dann mit diesem Auto mit Blaulicht und Martinshorn vorgefahren bin, auch als Rettungssanitäter. Also ich durfte beim ASB in Mannheim auch noch eine Ausbildung als Rettungssanitäter absolvieren. Ich produziere Musik. Bin auch Mitglied in der GEMA und GVL und der VG Wort. Meine Musikalben, die finden Sie bei Deezer, bei Spotify, bei Microsoft Groove, Amazon und all die bekannten Dienste, die Sie sicherlich hier und da schon mal gehört haben oder auch kennen. In der Folge von mehreren Unfällen und in der Folge von mehreren Erkrankungen bin ich seit 2014 auf die Hilfe eines Rollstuhls angewiesen und auf die Hilfe meiner Assistenzhündin, einer wunderbaren, lieben Labrador-Hündin, die Sie auch noch im Filmbeitrag sehen. Ich bin engagiert für Teilhabe, für soziales Engagement. Ich bin Gründer der Arbeitsgemeinschaft für Medien- und Hilfeprojekte regionalhilfe.de, seit dem Jahr 2006 Gründer und Leitung der Redaktion von regionalhilfe.de. Soweit eine kleine Vorstellung. Ab und an werde ich Ihnen einige biografische und bibliografische Informationen liefern. Ich bin auch Autor von 12 veröffentlichten Büchern in deutscher und englischer Sprache. Soweit eine kleine kurze Vorstellung.
Fernsehsendung produziere ich bereits schon seit 1984. Ich war damals im Alter von 16 Jahren in Ludwigshafen dabei, als der offene Kanal an den Sendestart gegangen ist. Und mit 16 durfte ich meine ersten Radio- und Fernsehsendungen, damals noch in der Turmstraße, bis zum Umzug in die Prinzregentenstraße produzieren. Einige Aufnahmen sehen Sie jetzt. Rassismus betrifft alle Menschen in Ludwigshafen. Eine Dokumentation aus dem Jahr 2002 zeige ich Ihnen jetzt, den 9. November 1938. Und 9. November 1938. Meine Aufnahmen stammen aus dem Jahr 2002. Wenn Sie den Reden genau zuhören, dann werden Sie sich möglicherweise wundern, Bürger versuchen ein Zeichen zu setzen, aus dem Jahr 2002 in die Innenstadt. Auch noch heute sind. Ludwigshafens Oberbürgermeister Dr. Wolfgang Schulte wollte ein Zeichen setzen und mischte sich unter das Volk. Auch für die Menschen in Ludwigshafen ein Zeichen der Geschlossenheit, wenn es darum geht, Wächtergewalt eine Absage zu erteilen. Wir sind Demokraten und wollen weiter einen demokratischen Staat, geprägt von Toleranz. Angehörige von Minderheiten auszuschließen und zu diskriminieren. Ausländerhatz auf den Straßen, Brandanschläge und Auschwitz-Lüge. Unter diesen Schlagworten findet die Auseinandersetzung in den Medien zum Thema Rechtsradikalismus statt. Die Sinti und Roma wurden mit menschenverachtenden pseudowissenschaftlichen Methoden als Personen artfremden Blutes ausgesäubert. Wir sind gegen rechts, Ätna alt genug von der jüdischen Gemeinde. Wir müssen die Vergangenheit annehmen. Wir alle sind von ihren Folgen betroffen und für sie in Haftung genommen. Es geht nicht darum, Vergangenheit zu bewältigen. Dies kann man ja gar nicht. Sie lässt sich ja nicht nachträglich ändern und ungeschehen machen. Wehret den Anfängen. Sicherlich gibt es heute viele Bürger, die couragiert gegen Gewalt und Unterdrückung angehen. Ihnen gilt es, Mut zu machen. Der 9. November 1938 steht für einen Wendepunkt in der schon Jahre davor begonnenen Verunglimpfung und Ächtung deutscher Bürger jüdischen Glaubens. Das Leid begann in einem Land, auf das gerade die Juden so große Hoffnungen gesetzt hatten. In jener Nacht wurden jüdische Geschäfte demoliert, Schaufensterscheiben eingeschlagen, Auslagen geplündert und Einrichtungen auf die Straßen geworfen. Wohnungseinrichtungen von Juden wurden zerschlagen und gestohlen und die Synagogen gingen in Flammen auf. Nahezu 30.000 jüdische Männer wurden in jener Nacht verhaftet, misshandelt und gefoltert. Entrechtet wurden sie in die Konzentrationslager Buchenwald, Dachau und Sachsenhausen verschleppt. Knapp 60 Jahre sind vergangen nach den Gräueltaten, die 1933 begonnen haben und bis 1945, bis zur Befreiung durch die Amerikaner, angedauert haben. Ja. Was ist denn das? Ein Labrador. Die sind sehr, sehr gut. Ich gehe mal jeden Mittwoch von der Bekannten von mir, die hat den wirkt und wirkt nicht.
bei Solid Pfalz. Soziale Leute in der Pfalz werde ich Ihnen auch Menschen vorstellen, die sich in besonderer Weise engagieren. Einer davon ist der jüdisch-muslimische Arzt Dr. Afshin Seresti aus Frankfurt am Main. Tune into Democracy Now! And after Democracy Now, tune in please to Liberty Peace Now. Thank you very much for joining this program. Ja, guten Tag, mein Name ist Afshin Seresti. Ich bin ein deutscher Staatsbürger mit Migrationshintergrund aus dem Iran. Ich engagiere mich für die Menschenrechte und ich bin auch Arzt und würde ich sehr gerne auch anderen Menschen helfen. Ich helfe seit Jahren für die Migranten, für die Asylbewerber und Asylanten, dass sie auch in diese Gesellschaft sich integrieren können und integrieren dürfen. Meine Hoffnung für Deutschland ist, dass wir eine offene Gesellschaft aufbauen für alle Menschen, egal von welchem Herkunft, dass sie sich hier entfalten können, dass sie sich hier engagieren können, dass die Gesellschaft eine Gesellschaft ist für alle Menschen, dass sie sich auch alle Menschen dieser Gesellschaft zugehörig fühlen. Liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer, ich wünsche Ihnen frohe Fest- und Feiertage. Happy Chanukka oder frohes Lichterfest, das ja auch einige Menschen in der Region feiern. Chanukka oder Chanukka, frohe Fest- und Feiertage. Frohe Weihnachten, frohes Silvester. Kommen Sie gut und vor allem auch gesund in das neue Jahr 2021. Und für das neue Jahr wünsche ich Ihnen im Grunde genommen das, was ich mir auch wünsche. Viel Gesundheit, Glück, Liebe, Frieden und Freude und vor allem eben auch viel Gesundheit und Liebe und dass viele gute Wünsche in Erfüllung gehen. Ich danke Ihnen ganz herzlich fürs Zusehen und ich wünsche Ihnen nur das Beste. Ich hoffe, dass Sie auch wieder einschalten bei der nächsten Ausgabe und bei der nächsten Sendung. Bis bald, Ihr Andreas Klamm.